Oh nö. Geht weg. Muss mich umschauen. Vor allem brauche ich... Aloe Vera. Ja, langsam sind wir echt K.O., wa? So, wie kommen wir da hoch? Können wir da einfach hochklettern? Ja, voilà. Schön. Brombeer. Brombeersamen. Sehr gut. Brombeeren hatten wir noch nicht. Chicorée. Alter, okay, reicht langsam. Mal zwischendurch laut werden will, so. Genau so. Brombeere. Alles klar. Ich glaube immer, wenn man ein bisschen weiter weg von Bäumen ist. Cool. So, was ist hier? Auch schön. Hat was. Oh, die Welt ist riesig. Alter Schwede. Ich glaube, man kann wirklich um den ganzen Berg rumlaufen, ne? Das ist natürlich krass. Da kann man viel anfangen. Auch wenn die Bäume auch die ganze Zeit schon kurz vorm Abbrechen sind. Hey, reicht langsam wieder. Könnt aufhören. So windig ist es nicht unbedingt in meinem Herz. Nee. Ich will mich nur mal kurz hier umschauen. Ihr habt nichts. Warum habt ihr nichts? Seid ihr langweilig? Was war das? Brombeere. Wow. Okay, das sieht nice aus. Oh no. Wow. Oh, wie schön. Oh, wie cool. Hier so ein Haus?
Ich meine, ich habe jetzt schon meinen Ort. Aber trotzdem. Schön. Muss man ja sagen, dass es sehr schön ist. Aber ich finde einfach kein Aloe. Boah, ganz viele Steine hier. Die muss ich kurz... Ich kann keine mehr tragen. Das müssen wir ändern. Nein. Voll? Alles wieder weg. So. Genau so. So. Pfeil und Bogen. Brombeere. So, wir gehen um den Berg herum. Das verstehe ich nicht. Ich frage mich, kann man hier vielleicht auch Baupläne finden? Vielleicht jetzt nicht unbedingt wie bei Forest, diese mega geheimen, wo man die super geheimen Höhlen findet, sondern einfach so Baupläne mit neuen Sachen. Das wäre irgendwie cool. Aber wenn, dann wahrscheinlich sowieso nur in den Höhlen. Vielleicht noch auf der Spitze des Berges. Also ich weiß übrigens nicht, wo wir hingehen. Ja, wir machen einfach eine Inseltour. Eigentlich wollte ich nur Aloe Vera finden, aber gibt es nicht. Brombeeren, alles mögliche, Heidelbeeren. Aber einfach kein Aloe Vera. Und ich bin mir sicher, dass dieses Ding dort, dieser Tentakel Aloe Vera ist. So sieht es nämlich auch bei Forest aus. Was war das? Hä? So, Brombeeren. Echt undurchsichtig hier. Also sich hier die Map zu merken, das... bei Forest geht's ja noch, aber hier die Map zu merken? Wäre eine heftige Aufgabe. Kräften kommen. Naja, wir schauen mal, wo wir hinkommen. Ne? Vielleicht ja zu Aloe Vera. Oder so. Oder so.
Da ist eine Fahne. Wir gehen mal zur Fahne kurz. Eigentlich wollte ich zum grünen Punkt, aber... Aber da ist eine Fahne. Und wir haben ja jetzt Pfeil und Bogen. Jetzt kann uns ja nichts mehr passieren. Ich habe einen Putter! Ey, da ist ein Grafikfehler. Das ist ja ein cooler Fehler. Ein cooler Felsen, meine ich. Was? Was war das? Hast du mich angegriffen? Ich weiß noch nicht, wie ich ziele. Versteckst du dich gerade? Oh, das war aber ein Kopftreffer. Ich bin gerade ein bisschen verschwenderisch, ich weiß, aber... Alter, kannst du mal aufhören? Was? Das war im Kopf! Das war, ist im Kopf! Was bist du für einer? Du bist so hässlich. Irgendwie. Und ich sehe dich nicht mehr. Da hinten. Okay, du hast gewonnen. Ich gebe auf. Die Jagd. Boah. Jetzt muss ich wieder hoch. Ich will meine Pfeile wieder haben. Man muss ja erstmal ein bisschen Gefühl reinkriegen mit den Pfeilen. Weit fliegen sie erstmal nicht. Hallo? Da ist noch einer. In dir stecken gehen? Jedes Mal sind die manchmal so extrem laut. Muss man schon sagen. Achso, jetzt fehlt mir mein GPS, wa? Hm, hier ist es nicht. Hier auf dem Golfplatz. Auf dem Berg, auf dem Golfplatz. Ist ja cool. Aber da fragt man sich eigentlich wirklich, was ist hier vorgefallen? Hier war ja dann wirklich... Hier haben ja Menschen gelebt. Bei The Forest? Naja, haben theoretisch auch Menschen gelebt, aber... Kommt das alles immer von einem Flugzeug abstürzen. So, was haben wir hier? Ein... Wie kriegen wir eine Schaufel? Ich will jetzt sofort eine Schaufel haben. Eine Schaufel. Kombinieren. Nein, kombinieren. Gibt's nicht. Kombinieren. Mit Batterien. Kombinieren. Stock. Kombinieren.
denke mal wirklich, man muss das finden, ne? Was ist denn das? Ach, das war das Ding. GPS-Peilsender. Rüst mal aus. Jetzt hier hinwerfen oder so ausrüsten. Was bringt mir das jetzt, wenn ich weglaufe? Dann ist es ja wieder weg, wenn ich es wegmache. Dann ist die Markierung auch weg. Check ich nicht. Check ich einfach nicht. Hast du ein Schwein, dass ich noch Pfeile habe an dir? Du hast einen Pfeil in dir. Ja, du hast einen Pfeil in dir. Ich habe viel zu viele Pfeile verschwendet. Aber was soll's. Machen wir wieder neue. Easy. Reicht erstmal. Dankeschön. Mhm. Um den Berg herum. Oh Gott, das wird eine lange Tour. Auf der Suche nach Aloe Vera. Um mal ganz ehrlich zu sein. Uns haben diese Punkte hier, die markiert sind, noch gar nicht geholfen. Die Ausrufezeichen haben uns ein bisschen geholfen, aber nicht die Punkte. Ich bin müde. Was soll ich denn jetzt machen? Oh, jetzt kann sicher nichts aufgehen. Oder wird schon wieder Nacht? Es wird Nacht, ne? Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Gibt es eine Schnellreisefunktion? Zum Wasser, weil ich bin auch gleichzeitig durstig. Das ist doch Wasser, oder? Kurz mal was trinken. Schön.
Das ist wiederum cool, dass man das gleich wieder abbauen kann. Das ist wirklich cool. Hey du. So. Aloe Vera. Where are you? Oh, ich wollte auch essen. Ich geht leider das. Ich hätte mal was trinken sollen. Aber können wir gleich noch. Ich glaube, die grünen Dinger sind wirklich noch nichts, was man gleich machen kann. Hätte gar kein Zelt bauen müssen, ne? Papierzielscheibe? Wofür das? Also ich weiß nicht, diese Lager, die haben irgendwie immer nicht viel zu bieten. Also ich will ja nichts sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben noch nicht mal die halbe Insel umrundet. Ich finde alles bis auf Aloe Vera. Wir sind noch nicht ganz rum. Der Berg ist noch ein bisschen. Also ich habe gerade auf GPS geschaut, wo unser Toter ist. Helfen. Ja, ich kriege jetzt ganz viele Heckenkirschen. Heckenkirschen. Aber kein Aloe. Haltet die Klappe. Sorry. Boah, bin ich ja fast weggeflogen gerade. Da ist wieder eine Höhle. Ich trau mich nicht in der Höhle. Wenn man in eine Höhle geht, hat man bestimmt dann das Problem. Oh, hier ist wieder ein Wasserfall. Das wird bestimmt wieder ganz laut sein. Da oben ist auch eine Höhle. Also ich bin nur auf die andere Seite, aber was war da? Heckenkirche. Wir laufen mal in Richtung Höhle. Und dann überlegen wir mal. Eigentlich eine Scheiße, ey. Das ist eine Scheiße. Wir können uns nicht wirklich heilen.
Oh, Schnee. Was denn, frierst du? Ja. Nur Heckenkirchen und Brombeeren. Und Heidelbeeren. Chicorée. Mal wirklich ein See hier. Ein schön großer See. Ich will ein Boot bauen und einfach mal ein bisschen hier auf dem See angeln. Boot und Angel. Bitte noch einbauen, liebe Entwickler. End Night Studio. Oder New Night. So. Aufnahme ist abgekackt. Ich war schon etwas weiter und auf dem Rückweg hierher. Also ich gehe schon mal weiter. Ihr glaubt nicht, was ich gefunden habe. Aloe Vera. Sogar mit Samen. Und sogar ordentlich viel. Ich kann euch auch die Position zeigen. Also ich sag mal so, das ist eigentlich gleich hier in der Nähe. Allerdings werde ich, also hier beim großen See, ihr seht es auch auf meinem GPS, aber da wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr sein, weil ich habe da ein bisschen mehr gefarmt, weil ich erst keine Samen hatte. Und dann dachte ich mir, nee, also hier musst du jetzt kurz bleiben und sammeln. Es war hier. Also ich glaube, hier war irgendwo was. Und hier, ich glaube, diese Pflanze. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube ja. Ansonsten... Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen was sammeln können in dem Gebiet hier. Ne, das sind wieder Heckenkirschen. Aber wir haben 13 Aloe Vera und 2 Samen habe ich zum Glück noch bekommen. Gut. Ich mache jetzt noch eine Viertelstunde, damit noch eine Folge draus wird. Und dann ist Feierabend. Hey, Kumpel! Es geht! So viel gleich, ja? Heckenkirche. Achso, und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber hier unterwegs haben wir noch Guarana. Bären gefunden. Die kommen jetzt hier auf dem Weg die ganze Zeit. Hier, Guarana-Bären. Könnt ihr mich bitte in Ruhe lassen? Jetzt will ich natürlich schauen,
wird wahrscheinlich nicht klappen, dass ich wieder nach Hause komme. Aber ich glaube, das ist zu weit weg. Hört auf zu schreien. Ich glaube wirklich, das ist viel zu weit weg. Also die Insel ist enorm groß. Chicorée. Noch mehr Chicorée. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich meine, wir sind immer noch auf der anderen Seite des Berges. Die Map ist riesig. Wir werden noch eine weitere Folge brauchen, um überhaupt nach Hause zu kommen. Dann haben wir einmal den Berg umrundet und... Ja. Dann haben wir einmal den Berg umrundet. Ich meine, kann man machen... Ob das jetzt so sinnvoll ist, war... Oh, schön. Alter, guckt euch das an. Es gibt so viele schöne Orte, wo man bauen kann. Also, muss man schon echt sagen. Ich meine, ich mag unseren See. Dadurch, dass wir einen schönen Ausblick auf den Berg haben. Und auch so allgemein dort sehr schön ist. Aber... Wie komme ich nach unten? Wie komme ich nach unten, ohne zu sterben? Hier, oder? Ja, das sieht auch gut aus. Frag mich, ob es noch irgendwelche Kräuter und so gibt. Echt mal. Kilometer gelaufen. Schachtelheim? Schachtelheim. Schachtelhalm. Gibt es auch Schachtelhalm-Samen? Irgendwie? Irgendwo? Schachtelhalm hatten wir schon mal. Aber gibt es auch Samen davon? Kleiner Stein. Hallo Ivera! Hier, wieder. Schaut euch die Position auf dem GPS an. Ich bin momentan mit allem Möglichen voll, ey. Übrigens, Hunger kann ich jetzt auch nur noch mit Schokolade stillen. Ansonsten habe ich nichts gegen Hunger. Alter, diese Insel ist so riesig. Ja, ich bin außer Füßen. Ich hab's verstanden. Alter Schwede. Guckt euch an, der Berg ist hier immer noch rechts von mir und wir entfernen uns gerade eigentlich von unserem Heim. Zwischendurch mal runterschauen, gucken, wie es aussieht. Hoch! Es sieht sehr hoch aus. Ich hoffe nicht, dass ich gleich in eine Sackgasse laufe und dann... Hey! Sorry, aber... Kann ich noch gebrauchen. Schafgabe. 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 Schafgabe.
Uiuiuiui, ich habe gerade ein sehr ungutes Gefühl. Oh, die Stelle ist geil. Hier was bauen wir auch so richtig so abgelegen. Alter. Da hinten kommt ein Flusslauf. Auf zu schnieben. Also man kann echt nichts sagen, das Spiel ist wunderschön. Und sowieso viel Real Aloe Vera. Viel, wie sagt man, zu stöhnen, realistischer gemacht. Immerhin gibt es hier keinen Stammkarren ohne Räder, mit dem man zig Baumstämme ziehen kann. Mal zwischendurch was trinken. Kriegen wir eigentlich auch, wenn wir mehr trinken? Nee. Ausdauer geht nicht höher. Leider. So, jetzt gehen wir zumindest schon mal in die richtige Richtung. Jetzt müssten wir aber auch langsam mal irgendwie nach unten, weil sonst habe ich Angst, dass wir Probleme kriegen. Und irgendwo oben hängen und dann nur noch steile Klippen kommen. Ja, die Richtung. Naja, nicht ganz. Das war auch wieder Aloe Vera. Nee. Die geht gerade kurz. Diesen komischen Halm. Von denen haben wir, glaube ich, noch keine Samen, oder? Schachtelhalm, aber keine Samen. Das wäre noch etwas, was wir bräuchten. Ansonsten haben wir von allem. Außer Heckenkirsche. Hat die keine Samen? Also, man kann nichts sagen. Wir haben schon ordentlich gelootet. So, das ist wieder ein grüner Punkt, wo ich wahrscheinlich nichts machen kann, weil ich eine Schaufel brauche oder das eine Höhle ist. Und in der Höhle würde ich jetzt wirklich ungern gehen. Also wenn, dann vorher speichern. Du hast Hunger, jetzt geht's los. Warum die zapfen hier manchmal? Haufenweise liegen da auch schon wieder Tanzzapfen. Da ist der Flusslauf. Schön. Schön, schön. Aber laut. Du hast Hunger. Ich weiß. Ein Häschen. Ein Rehchen. Schwede, diese Insel ist so... Was? Hat sich angehört wie... Geh weg! Geh weg! Igelkraftwurz.
Wir brauchten aber, glaube ich, das andere. Schachtelhalm? Um diesen Super Health Mix zu bekommen. Und das, ist die einzige Pflanze, wo wir noch keine Samen haben. Was ist das? Ein Flugzeug. Ja, lass mich rauf. Holosprings Broschüre. Lederjacke. Jetzt kriegen wir hier ein paar Gegenstände. Schön. Der Flieger hat einiges fallen lassen. Was war das gerade? Ja, das können wir uns jetzt natürlich nicht nehmen lassen, ne? Was hier alles? Schachtelhalm. Schachtelhalm? Schachtelhalm? Schachtelhalm Samen? Schachtelhalm Samen? Oh, ein Age. Da ist meine Freundin. Ey, was machst du denn hier? Ich tu dir nichts. Hast du jetzt so geschrien? Nee. Hey, Agey. Medizin und Energieriegel. Noch mehr Zeug. Das ist eine riesen Landebahn, ne? Soll wohl eine Landebahn sein. Dann gehen wir doch nicht zu dem grünen Punkt, weil hier waren gerade so viele interessante Sachen in der Richtung. Und der grüne Punkt wird wieder irgendwas mit Schaufel sein. Gut, meine Lieben. Ganz ruhig vorne. Echt? Ja, ja, ja. Oh Gott, ey, ich böse. Kann wenigstens auf dem GPS langsam mal das K näher kommen? Oh. Ich möchte dieses K endlich auf der Karte richtig sehen, wie es näher kommt. Laut! Lauf geradezu. Au. Okay, geht noch. Um.
mal langsam nach links. Und es wird dunkel. Boah, ist denn weit. Also eventuell mache ich die Folge ein bisschen länger oder alle Folgen verteilt ein bisschen länger. Weil ich will jetzt nicht unbedingt laut in der nächsten Folge wieder daran hängen, noch zu laufen. Eigentlich würde ich in der nächsten Folge gerne zu Hause sein. Also, was haben die gesagt? Viermal größer die Karte? Das... Nein. Das ist auf jeden Fall um einiges größer. Als viermal. Viermal in jede Richtung vielleicht, ja. Da ist wieder ein Pfad, der nach oben geht. Will ich das? Nee, will ich nicht. Jetzt wird's duster. Nein. So, und jetzt bitte C. Ach, jetzt konnte ich beide gerade benutzen, ne? Also beide mit einem Stock. Gut, einmal kurz wieder tauschen. Ich will doch... Da ist zu Hause. Da ist zu Hause. Wir sind fast da. Unglaublich. Wie geil. Und wir hatten sogar Erfolg mit den Aloe Vera Samen. Aber wir sind sowas von hungrig jetzt. Zeit, dass wir zu Hause erstmal was futtern. Oh, hier ist ein Ausrufezeichen. Na, dann gehen wir erstmal kurz da hin. Ich hoffe, das war nicht eins, wo wir schon waren. Aber sieht so aus, ja. Ich glaube, hier waren wir schon. Ja, sieht so aus. Bin ich vorhin auch schon runter, glaube ich. Aber warum piept es schon wieder? Was kann ich mit Wodkaflaschen machen? Kannst du das mal abschalten? Was kann ich mit Wodka? Molotov Cocktail. Ja klar, warum nicht? So, was kann ich mit Seil nochmal machen? Na, so nicht. Okay, Seile geht nicht, aber Flasche. Zwei Flaschen. Mist! So.
So, geh weg mit dem Gepiepe. Und jetzt aber ab nach Hause und dann wird die Aufnahme auf. Oh, Ben. Obwohl ich gerne noch diese Spachelhalme oder wie das heißt hätte. Jetzt müssten eigentlich auch die Bäume schon ein bisschen nachgewachsen sein. Kleines bisschen. Nicht extrem, aber ein bisschen. So schön. Geben die keine Samen? Aloe Vera. Wow. Passt vor der Haustür. Aloe Vera. Aber ich laufe erstmal. Um die ganze Insel. Hey, meine Lieben. Herzlich willkommen. Aua. Na, ich gehe weiter. Ich habe keine Lust zu sterben. Kurz vorm Ziel. Ich meine, wir haben vor nicht allzu langer Zeit gespeichert, aber trotzdem. So. Da ist unser Haus. Also unser Gerüst. So, und das Gute ist jetzt einfach mal, wir können jederzeit Medizin herstellen. Das finde ich sehr nice. Ihr seid schon verschimmelt, ne? Ich dachte eigentlich, getrocknetes Fleisch schimmelt nicht. So, ist das auch wieder gut? Oh, schaff's mal. Nein, oder? Ich muss jedes Mal wieder welche reinpacken. Oh, das war aber bei den Brombeeren und so nicht. Das heißt natürlich Aloe Vera, 3 Samen. Nicht viel. Wir müssen uns irgendwie markieren können, wo wir Aloe Vera haben. Doch, wir haben schon einen schönen Ort. Bin eigentlich zufrieden hier. Ist immer noch dried Fleisch. Da steht nichts von verdorben. Damit wohl noch machen kann. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge geht's weiter. Für mich ist Feierabend.